Mal ein bisschen weiter. Ja, so passt das langsam. Langsam, aber sicher passt es. Noch ein bisschen mehr nach dort in den Norden. Schon ganz wichtig. Weil wir, glaube ich, noch ein bisschen zu weit im Süden sind. Vor allem so irgendwelche Baumstämme, da kann man doch hier einfach mal so ein komisches Holz mal abkloppen und gut so ist eigentlich. Wenn man es halt so sieht. Aber es wären ja wieder irgendwelche bestimmt gemeint, die mir jetzt eben gerade nicht auf Anhieb gefunden haben. Deswegen eben wir uns hier wieder zu lange aufhalten. Mal schnell zu den anderen Sachen. Jetzt müssten wir gleich da sein. Da ist nämlich die Polizeistation. Und direkt dort in der Nähe ist dann auch das TV-Studio. Nämlich etwas höher. Ich glaube, hier müssten wir jetzt langsam aber sicher da sein. Eine noch weiter. Und nee, jetzt noch ein bisschen nach drüben. Nee, das ist hier, glaube ich, oder? Moment mal, das ist das TV-Studio. Halt immer ein bisschen blöd, dass man die Flammen hier nicht ausschlagen kann. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Ja, hier ist es, das TV-Studio. Und nee, das ist doch nicht. Doch, ich müsste mich jetzt eigentlich auf der richtigen Koordinate befinden. Haben die das jetzt umgebaut? Na super, weil man auch diese Scheiße hier nicht ausschlagen kann. Also eigentlich müsste laut Dünnmap das hier das TV-Studio sein. Das ist echt, und diese Zombies machen mich noch hier ganz kirre. Oder haben es jetzt um irgendein Gebäude verfehlt, aber eigentlich nicht. Normalerweise nicht. Aber das Problem ist ja, man erkennt ja hier leider nichts mehr. Das ist mir jetzt echt ein bisschen suspekt hier. Und
Nee, das ist nichts. Also ich gehe jetzt so in Richtung. Das hier war, glaube ich, irgendeine Klinik. Nee, das ist auch nicht hier. Das ist hier eine Klinik. Dann geht es jetzt erstmal zum Klärwerk. Weil das ist ja sehr deutlich, da muss ich gleich nochmal auf die Dünn Map schauen. Weil das ist mir jetzt ein bisschen sehr rätselhaft, dass wir A, die Baumstämme schon wieder nicht finden und B, irgendwie nicht in der Lage sind. Nee, das da ein bisschen nach unten. Und dann müssten wir am Klärwerk sein. Die Zombies machen mich hier kirre. Und zwar ganz gewaltig. Genau, da hinten ist das Klärwerk. Hier ist es. Da müssen wir jetzt nur noch einen Weg da rein finden. Also zumindest das hier schon mal auch gefunden. Jetzt müssen wir hier nur den Slime finden, der irgendwie da drinne ist. Aber vorher brauchen wir einen Eingang. Einen Eingang bitte. Nee, da hier kommen nicht rein. Hier geht's rein, gut. Können wir da einfach. Ja, okay, wir können tatsächlich einfach einen Slime-Block entnehmen. Sehr gut. Das ging komischweise, aber die Baumstämme, die gingen komischweise nicht. Das ist natürlich sehr, sehr suspekt. Da ist ein ehemaliger U-Bahn-Schacht. Nitraro, da ist auch ein Nitrat-Ding. Ich gucke jetzt einfach nochmal kurz. Ne, hier geht es jetzt nicht unbedingt optimal rüber. Ich gucke jetzt mal kurz in das, aber das ist. Ne, das ist die Zen. Die Zentrale. Das ist jetzt hier. Müssen wir dort nicht irgendwie rüberkommen? Oh, Hilfe! Zentrale, vielleicht ist da drin. Mal kurz gucken. So, der brennt, dann brenn dich mal aus. Mal kurz da gucken, ob es da nicht, weil da ist doch auch irgendwas. Weil das hier ist ja eigentlich auch so ein bisschen logistikmäßig. Müssen wir mal kurz gucken, wie wir da reinkommen, ob das jetzt so einigermaßen richtig ist. Ja, sonst war es halt einfach wirklich tatsächlich eben ein Irrtum und das hier ist eine Möglichkeit. Nur wegen dem TV-Studio muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Nochmal ein bisschen genauer auf die Dünnmap schauen. Also ich gucke jetzt einfach mal, wenn das jetzt auch wieder falsch ist, dann ist das halt so. Kann ich es auch nicht ändern.
Weil ich kann ja, wie gesagt, die Map auch hier nicht komplett irgendwie auswendig können oder wie auch immer. Zumindest sind wir hier drin zumindest etwas sicherer. Sind wir, glaube ich, auf der höchsten Ebene. Zentrum. Gate. Irgendwas. Nee, also das brauchen wir nicht. Dann gucke ich jetzt noch mal kurz nach, wo das ist und bis gleich. Ja, und hier bin ich zurück und zwar einfach mal von ganz oben, wo wir standen, hier hinunter beim Eingang und dann hier hinten rumspringen. Ja, und dann schon hat man hier eine Ladung mit Holzstämmen. Jetzt müssen wir mal kurz im Questbuch nochmal schauen, wie viel wir davon brauchen. Aber wir sammeln einfach mal ein, weil irgendwann müsst ihr immer. Okay, jetzt haben wir es. Es ist noch gutes Holz. Sehr gut. Quest abgeschlossen. Sammel 1500 Stäbe sollen genügen. Ach, 10 Schleimbälle. Oh, Scheiße. Wir haben nur einen das letzte Mal genommen. Das ist natürlich jetzt richtig blöd. Das heißt, wir müssten am effektivsten nochmal, das Klärwerk ist ja hier in direkter Nachbarschaft, nochmal kurz da hin. Kommen wir eigentlich hier raus? Nein, dann müssen wir einfach die Seite nehmen, wo wir gerade hergekommen sind. Und ja, ich habe auch gleichzeitig mal nach der richtigen Koordinate für das TV-Studio gefunden. Dann hätten wir nämlich das auch. Genau. Und dann hier lang. Genau. So kommt man dann auch relativ gut dahin. Dann jetzt noch mal ein bisschen in den Norden gehen und dann noch mal kurz am Klärwerk 9 weitere Slimies holen. Der Eingang war, glaube ich, so ein bisschen seitlich. Jetzt müssen wir allerdings erstmal hier durch diesen Zaun durch. Und dann würde ich mal sagen, da das TV Nitrando Studio ungefähr auf Koordinate 400, also jeweils minus 400, minus 400 ist, dass wir uns dort vom Spawn aus nochmal dorthin teleportieren am besten. Das ist, denke ich mal, das Effektivste. So, hier ist nochmal das Slimy-Gedönse. Zum Glück ging das nochmal gut hier. Okay, und schnell spawnen. Sehr gut. So, also Koordinate minus 400, minus 400 in etwa. Das ist, wie gesagt, dieses Gebäude. Dann mal kurz gucken. Süd ist hier. Ja, und dann hätten wir das auch. Und wir haben ja auch wieder volle Energie. Das heißt, wir können immerhin, was ist, haben wir denn da noch? 88. Und dann, ja, gut.